Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Faultiland-Video. Diesmal dreht es sich um eine ZDF-Serie. Ja, ihr hört richtig. Und nein, kommt jetzt hier nicht der Bergdoktor oder das Traumschiff oder sowas, sondern Bad Banks. Die einen kennen es schon und sagen, Faultier, alter Hut, das ist letztes Jahr gab's das oder vorletztes Jahr schon. Mir wurde das aber jetzt erst die Tage vorgeschlagen, ganz wie, ich sag mal, wie bei Netflix. Auf einmal, ich habe die ZDF-Mediatheks-App gestartet und da war ein großes Banner, Bad Banks, jetzt hier alle Folgen hintereinander weggucken, so nach dem Motto. Und ich habe es mir einfach mal angetan, weil es mir das Thema interessiert hat und ich war hin und weg. Sagen wir mal so, die ersten 4 Folgen, es sind insgesamt 6 Episoden in der ersten Staffel und ja, direkt die schöne Meldung, es wird eine zweite Staffel geben. Der Cliffhanger am Ende der ersten Staffel ist auch gut gemacht, dass man sich dann vorstellen kann, ja, sehr gut, bitte mehr davon, ja, ja, ja. Und eins muss ich ganz direkt sagen, auch in Summe, wenn wir hinten raus wird es ein bisschen schwächer, aber trotzdem, die ganze Serie. Würde da jetzt nicht ZDF draufstehen, sondern Netflix und würden vielleicht die Schauspieler im Deutschen halt nicht mit ihrer eigenen Stimme reden, sondern wären dann von den bekannten Synchronsprechern halt synchronisiert worden, dann wird wahrscheinlich jeder rufen, boah, krasse Ami-Serie, spielt halt in Europa oder sowas, aber wow, Netflix, yeah. Jetzt ist eine ZDF-Serie, da muss ich mir auch an die eigene Nase packen und sagen, da sind die Erwartungen oder ist halt nicht so cool, wie wenn da eine Ami-Netflix-Serie um die Ecke kommt, sage ich jetzt einfach mal. Aber weit gefehlt und deswegen sage ich das hier auch so krass, denn Bad Banks läuft jetzt auch schon leider nicht mehr so lange, ist halt die Öffentlich-Rechtlichen, auch wenn es halt aus Gebühren finanziert wurde, verschwindet das Zeug ja irgendwann. An dieser Stelle vielleicht auch mal ganz schnell nochmal den Tipp eingeworfen, Mediathek-View. Es können sich natürlich viele selber das Zeug runterladen, wenn es da schon keinen Download-Link gibt, dann gibt es genügend, die sich den Quellcode angucken und da die Datei raussuchen. Oder an dieser Stelle MediathekView, muss man inzwischen auch gar keine Software mehr installieren, sondern die haben auch einen schönen Webclient, wo man dann auch das Ganze durchsuchen kann und dann einfach runterlädt. Also das nur so für den Fall, denn es ist ZDF-Mediathek, es wird nicht für immer drin bleiben. So, die Serie selber, es spielt, um die German Global Invest. Sie haben es schön abgegrenzt, natürlich denken wir an die Deutsche Bank, aber der Deutsche Bank Tower in Frankfurt ist immer wieder zu sehen, dass man es schön sagen kann, wir meinen damit ja gar nicht die Deutsche Bank, weil das ist ja ein Gebäude weiter. Und es geht darum, wie, ich sag mal, unsere Jana Lee Kamp. Und da ist das Wort schon Leak schon mit drin. Also 1000 Gummipunkte, an denen der sich das ausgedacht hat. Und sie wechselt halt an die, aus welchen Gründen auch immer, schön spannend gemacht. Und man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, wie läuft das in der Bank ab? Was haben die vielleicht zu verheimlichen? Was sind da die Intrigen, die gesponnen wird? Wie ist unsere Hauptdarstellerin? Schlägt die sich da durch? Und gerade Folge 1, Folge 2, Folge 3, das hat mich so gepackt. Und dann Folge 4 und dann weiß man so, da weiß man eigentlich, wohin die Reise geht und was so alles ist. Und es sind halt nicht wirklich so viele krasse Überraschungen. So, was weiß ich, wenn es da auf einmal an der Tür klopft. Dadurch, dass der Personenkreis sehr begrenzt ist und man auch vieles direkt wieder ausschließen kann, weiß man im Endeffekt auch schon, jetzt einfach mal übertragen, einfach ein einfaches Beispiel, wer dann da vor der Tür steht. Aber trotzdem, es ist eine gut erzählte Geschichte. Es ist eine gut geschauspielert. Da ist eigentlich jetzt nicht so wirklich was, was mich aufregt. Und vor allem ist es so eine gute Geschichte, dass man immer wieder mit den Personen, die am Anfang mag man sie, dann mag man sie nicht. Und auf einmal am Ende ist der, den man am Anfang überhaupt nicht gemocht hat, auf einmal der, mit dem man dann richtig mitfiebert. Und das ist immer was, was mich richtig packt. Und deswegen finde ich, dass die Geschichte, den Hintergrund, das Setting, wie es neudeutsch heißt, ich finde die Schauspieler gut, ich finde es auch von der Grafik und vom Ton, wobei da nicht wirklich was ein Wiedererkennungswert ist. Deswegen auf jeden Fall guckt es euch an. Es gibt jetzt einfach, egal ob das Thema gefällt oder nicht, nein, vor allem da ist ja nur 6 Folgen an eine Stunde, gut, 6 Stunden, die Zeit muss man auch erstmal haben, aber es ist halt keine 12, 24 Stunden Serie, sondern halt 6 Stunden und dafür gebe ich jetzt hier die Empfehlung, angucken. So, und damit sind wir auch schon durch und ich freue mich jetzt, ich habe keine Ahnung, wann die zweite Staffel kommt, aber ja, bitte gebt mir mehr. Und mal Daumen rauf, ZDF, schön gemacht. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.